بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Das ist auch eine gute Frage, die auch oft also gestellt wird. هل يجوز أخذ المرأة اسم زوجها؟ Darf die Frau den Namen ihres Mannes nehmen? Erstens, wir haben keinen einzigen Beweis in Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man das machen darf. وهذا لا تقر الشريعة. Sogar das ist gegen Schari'atullah azza wa jal. Und auch die Mutter von uns, radiallahu anhun, die haben auch nicht den Namen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genommen, obwohl er von besten Stammung, also gestammt ist. Zum Beispiel Khadija بنت خويلد رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها حفصة بنت عمر زينب بنت جحش sogar auch die Väter obwohl die Kuffar waren und trotzdem als Sahabiyat haben die Namen von den Vätern genommen. Und wir haben auch so viele Beispiele. Zum Beispiel Safiya bint Huyay radiallahu anha. Unsere Mutter auch. Ihr Vater war auch ein Kafir. Aber trotzdem, also wird auch von ihrem Vaters Name genannt. وهذا لا يجوز إطلاقا. Das darf man nicht. Dass eine Frau nimmt andere Namen von niemand anderem außer ihrem Vater. Und Allah Azza wa Jal يقول في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Nennen sie nach ihren Vätern, das ist gerechter vor Allah. Und auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه ابن ماجه أو في صحيح الجامع. Das heißt, jemand, der andere Namen nimmt, außer Name von seinem Vater, فعليه لعنة الله. Das heißt, er bekommt diese لعنة, diese Verfluchung. Von wem? Von Allah Azza wa Jal. Und wenn wir auch das hören, das heißt, der ist außerhalb von der Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal. Und von wem auch? Wal Malaika und Engel, wal Nasu Ajma'in und alle Menschen. Warum auch? Weil kann sein, dass diese Bruder, die von ihm, diese Schwester, den Namen genommen hat, stirbt. Oder gibt ihr auch Talaq. Und was ist dann? Das heißt, muss sie wieder nochmal, also ihren Namen wieder ändern, wenn sie nochmal heiratet. وهذا لا يجوز. Oder wenn sie auch den Namen ihres Mannes, also nimmt, das ist automatisch, der nimmt den Namen seinem Vater. Und was hat der Vater mit dieser Schwester zu tun? Deshalb, liebe Geschwister, darf man nicht den Namen von dem Mann nehmen und jeder muss seinen Namen behalten, genau wie Sahabiyat und Rasul sallallahu alaihi wasallam und alle, die mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.